Gut, dann zum MedCon. Also, das ist das MedCon vom Fundraiser Support Your Local Box Workout Nummer 1 von 3. Also, über die nächsten 3 Wochen werden noch zwei Workouts dann kommen. Ihr könnt euch übrigens, ne, über den kompletten Zeitraum, über die kompletten 3 Wochen anmelden. Also, ja, es gibt jetzt irgendwie keine Deadline oder so. Ja. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, ich würde mich freuen. Viele von unseren Coaches machen auch mit. Ich glaube, das wird eine feine Sache. Gut, also, das Workout ist ein 10 Minuten AMRAP. Wir haben drei verschiedene Übungen: Squats, Dumbbell Snatches und Push-Ups. Das sind immer 10 Squats, dann 9 Dumbbell Snatches mit dem rechten Arm, 10 Push-Ups, 9 Dumbbell Snatches mit dem linken Arm, 10 Minuten und dann seid ihr durch. Ja? Gut, wir gehen die Übungen einmal durch. Squats sind Squats. Ne, saubere Air Squats. Schön setzen. Ganz aufstehen. 10 Wiederholungen. Dann Dumbbell Snatches. Ich glaube, ich muss jetzt weit nach hinten. Oh Gott. Dumbbell Snatch, berührt einmal unten den Boden, vielleicht nicht unbedingt auf den Boden knallen, ja, wenn ihr kurz vorher Stopp macht, auch scheißegal. Und über den Kopf strecken, ja. 9 mit rechts, dann haben wir 10 Push-Ups. Brust auf dem Boden, Arm lang, Skalierung kennt ihr von den Knien. Und dann Dumbbell Snatches. Mit links. Ja. Wenn ihr keine Dumbbell habt, könnt ihr irgendwas anderes nehmen. Ja. Keine Ahnung. Apfelsaft aus dem Tetrapack. Funktioniert wunderbar. Okay. Wie heißt es? Soda Max? Soda Stream, Flasche. Nicht zu viel Scheiß rum. Oh. War noch ein bisschen Wasser drin. Macht nichts. Funktioniert auch. Alte Laterne vom Laternenlaufen. Funktioniert auch. Gut. Ja, also nehmt irgendwas, was ihr findet. Wenn es ein bisschen schwerer ist, umso besser. Und ansonsten könnt ihr euch halt ein bisschen schneller bewegen, auch nicht so verkehrt. Gut, das ist das Workout. 10 Squats, 9 Dumbbell Snatches, 10 Push-Ups, 9 Dumbbell Snatches, 10 Minuten AMRAP. Schönes Ding. Achso, wir sind morgen mit den Coaches, haben wir uns alle verabredet, morgen für 13 Uhr, wer Bock hat. Also in Zoom, natürlich. Ne? Gut, und dann zum Abschluss ein bisschen was für den Rumpf. 4 Runden, immer 45 Sekunden Arbeit, 15 Sekunden Pause. Hollow Rocks, Side Raises auf der einen Seite, Side Raises auf der anderen Seite, Superman Halo, Pause. Für 4 Runden und dann ist Sense. Ja? Hollow Rocks. Schön festmachen. Und so, vor und zurück. Wenn das nicht geht oder ihr merkt irgendwie so Druck im unteren Rücken, dann haltet ihr die Spannung nicht richtig im Bauch, ja? Oder schafft es nicht, die zu halten. Guckt ein bisschen, dass ihr die Beine anwinkelt, Arme vielleicht vornehmt. Wichtig ist halt, dass ihr euch sauber abrollt, ja? Und hier halt Spannung haltet. Gut, Side Raises auf der Seite. Könnt die Füße aufeinander legen oder voreinander, ist mir Lachs. Wichtig ist mir, dass ihr hier richtig rausdrückt. Hüfte zum Boden und raus. 45 Sekunden die eine Seite, 45 Sekunden die andere Seite. Mit 15 Sekunden Pause dazwischen und dann Superman Halo. Füße wieder zusammen und abheben. Arme gestreckt nach vorne. Einmal hinterm Rücken berühren. Da könnt ihr euch auch wieder was Leichtes in die Hand nehmen. Keine Ahnung, 0,5er Bierdose oder so. Einmal vorne übergeben, einmal hinten übergeben. Immer im Wechsel. Ja? Schaui. Die 5. Runde ist dann immer Pause und dann davon halt 4 Runden und dann ist er durch. Guti, ich glaube, ich habe alles. Tschüss.